Batman, Sprung, Spritzer, Exis hier am Start und yo, meine, willkommen zu einem neuen Video. Wir machen hier einen geschmeidigen Trade auf CS.Money. Mit dabei haben wir den Exi und den Onze. Yeah. What up, YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Crownies Ansage war schon ganz gut. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu spät aufgenommen. Trotzdem haben wir noch das meiste drauf bekommen. Sehr, sehr geil, Crowny. Kannst du durchaus öfter machen. Ja, das ist ja hier was. Ja. Die Aufnahme richtig du fertig. Könntest, ja. Also, ich finde, du könntest auch so Intros verkaufen. Ja. So durchaus. Ansagen. Durchaus. Ja. Freunde, heute kommen wir. Natürlich haben wir den Onze auch noch mit dabei. Ich weiß nicht, hatte er es jetzt gesagt? Ich weiß es nicht, aber Onze ist auch mit der Stadt. So, Leute, wir sind heute auf einer Seite namens CS Money. Der ein oder andere wird sie vielleicht schon kennen. Und falls nicht, dann hör jetzt genau zu, ja? Weil die Seite, ich finde sie sehr geil. Ich möchte mir nämlich ein paar neue Skins dazu holen. Meine Playskins sind großteils rot. Und ich habe mich dafür entschieden, einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und den ein oder anderen gelben Skin mit reinzunehmen, den ich auch spielen werde. Skandal. Ja, das hier, oder? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ja, und dafür ist die Seite CS Money durchaus sehr, sehr, sehr geil, Freunde, weil ihr müsst nicht immer in irgendwelchen Foren nachgucken, nach irgendwelchen Trades oder sowas. Ihr werdet nicht irgendwie groß... Ach, und diese ganze Trade-Geschichte, ja? CSGO-Lounge, was auch immer... Reddit und so weiter und so fort. Das Ganze macht die Sache hier super, super easy. Und ich würde sagen... Ja, aber was man auch noch dazu sagen muss, natürlich macht ihr hier ein bisschen Minus, Freunde. Das genau. Minus ist aber gering, weil ihr halt wirklich gar keinen Aufwand mehr habt, ja? Das ist das Positive. Solltet ihr aber auf Profit auf sein, dann müsst ihr weiter auf die alten Methoden Reddit und CSGO Launch zurückgreifen, weil ihr könnt nur Profit machen gegen Menschen. Oder, wenn die Leute genau. Hier von CS Money irgendeinen falschen Preis drum haben, hatten sie schon mal. Die hatten auf jeden Fall Dopplers und Saphirs viel zu teuer abgekauft. Und deswegen waren da auf einmal 20 Doppler und Saphirs drin, weil alle seine Skins jemand da reinverkauft hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Wow. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, ja, wie Conny schon sagt, wenn ihr irgendwie groß Profit machen wollt, dann ist das Ganze hier vielleicht nicht so cool. Aber ihr spart echt mega, mega viel Zeit und das finde ich super, super geil. So, ich würde jetzt mal sagen, was möchten wir denn haben? Ich habe mir nämlich überlegt, ich brauche auf jeden Fall eine Fuel Injector. Leider gibt es hier keinen FN jetzt am Start. Deswegen, ja, nehmen wir einfach die in Minimal Wear, packen die hier rechts rein. Ihr müsst dann hier immer am besten so die Bots auswählen, am besten einfach alle. Dann seht ihr mal aufgelistet alle Skins. Hier könnt ihr einfach suchen, was für ein Skin ihr wollt. So, und gegen was tauschen wir das denn hier? Links natürlich euer Inventar. Und schauen wir mal, was packen wir denn hier mal so rein? So, die AK brauchen wir nicht. Das auch nicht. So, dann haben wir hier... Ah, hier fehlt noch ein bisschen. Hier seht ihr dann immer den Wert. 50 Cent fehlen noch. Ja, 50 Cent kriegen wir noch zusammen. Ah, bin ich mir da sicher. Der Envy-Sticker kann weg. Der Envy-Sticker kann weg. Raus sind sie sowieso. Oh. Ja. Hoffentlich sieht Jojo das nicht. Da oben ist er jetzt drin. Ah. Noch ein 7-Scan. Ah, guck mal. Wir können sogar noch einen 7-Scan. Ja. Perfekt. Ja, da geht der Sparfuchs im Onze wieder durch. Ja, da ist er. Der Onze ist da, Leute. Ihr seht, jeder Cent muss hier auf jeden Fall kalkuliert werden. So, und dann haben wir unseren Trade ausgewählt und jetzt machen wir mal einen Trade. Ja, ich hoffe, mein Döner kommt gleich. So, Get Offer, Validation Offer. Das Ganze rattert dann ein bisschen. Der Bot schickt nämlich automatisch diese Trade Offer. Weiß ich nicht, eventuell sitzt da auch ein kleiner Mensch hinten dran, der alles manuell macht. Wir wissen es nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, wir warten. Was natürlich in dem Fall jetzt ein bisschen... Ja, es könnte sein, dass die Offer hier crasht, wegen dieser 7-Cent-Geschichte. Wenn die jetzt nämlich vor euch jemand anders getradet hat und die aber noch hier im Inventar ist und weil ihr noch nicht refreshed habt, könnte es natürlich sein, dass das nicht durchgeht. Aber wir gucken mal. Ansonsten wählen wir es gleich einfach ohne diesem 7-Cent-Skin aus. Was? Ja, und so. Kannst du nicht machen, hier einfach 7 Cent verschenken. Abgehoben. Ja, da ist es nämlich. Das ist genau das, was ich gerade meinte. So, das Ding muss raus. Na klasse. Dann nehmen wir das Ding raus und probieren es einfach nochmal. Ah, Oh, der tolle, toll. Jetzt haben wir den einfach 7 Cent in den Rachen geschmissen. Ja, jetzt haben wir den 7 Cent geschickt. Natürlich könnten wir jetzt auch hier groß rumgucken und schauen, ob wir uns weitere 7 Cent dazu holen. Aber ist jetzt für den Fall egal. So, und ihr seht, es funktioniert echt super. Ihr werdet von hier nämlich direkt auf die Trade-Seite geschickt. Quasi auf den Offer, auf die Offer, wie auch immer. Und dann könnt ihr das Ganze annehmen. Wir so!
Nice, jetzt hat es auf jeden Fall funktioniert. Jetzt nur noch am Handy annehmen und dann haben wir das Ding auf jeden Fall hoffentlich safe. Ist auf jeden Fall jetzt im Inventar, Freunde. Aber ich würde sagen, das ist nicht der einzige gelbe Skin, den wir uns hier holen wollen. Das ist nicht der einzige Skin. Ich refresh mal die Seite. Und was wir unbedingt noch brauchen, ist nämlich eine neue okay, davon gibt es keine aktuell, die ich möchte. Nee. Ho, das wollte ich nämlich schon sehr lange kaufen. Ich kam immer noch nicht dazu. Ja. StatTrak FN. StatTrak FN gelbe Negev. Ich finde die hier super geil. Und die brauche ich safe in meinem Inventar, ja. Gute Negev. 9 Euro für eine Negev. Tja. Ist eine teure Negev, aber ich finde sie sehr, sehr Negev. Geil. Ne? Das heißt Negev, Digga. Negev, was auch immer, Mann. Nee, Negev ist schon ganz schön rassistisch, mein Freund. Das kannst du so nicht hoch. Ja, an was du hier denkst. Eieiei. Ja gut. Negev. Standard. Ja, Negev, so. Okay, was tun wir denn hier rein? Der Onze. Ja, hier ist ein Cent Unterschied, ja. Das ja, geht das so. Werden sie nicht also durchgehen da, lassen. Das die Seite ist nämlich so ein Sparfuchs wieder. Da liegt es nicht an mir. Aber hier können wir irgendwas für 3 Cent dazuschmeißen. Hier das Ding zum Beispiel. Und machen wieder einen neuen Trade. Oh! Hat jetzt nicht geklappt. Kann das vielleicht daran liegen, dass es 3 Cent sind? Ja, probieren wir mal. Hier, komm. Ja, die Diegel, die du gerade bekommen hast. Ja, das könnte man machen. Stimmt, tatsächlich. Aber da müsste ich wieder das hier refreshen. Und mal gucken, vielleicht das, ob das durchgeht. Hat nicht funktioniert. Das steht aber bei der M4-Gon dran, oder? Komischerweise, ja. Aber wir schauen. Hast du die noch? Vielleicht habe ich auch gar nicht mehr die M4. Das kann natürlich auch sein. Pyrex? Nee, du hast gar keine. Oh, Spirex tatsächlich. Ich habe die gar nicht mehr, Leute. Daran lag's. Sehr geil. Oh, confirmed. Sehr geil. Abgezogen. Oh, aber wir nehmen die einfach. Hoffentlich geht die durch. Vielleicht habe ich die auch nicht mehr. Wer weiß. Ja. Doch. Das sieht doch besser aus. Das sieht besser aus. Nice. So, gleiches Spiel. Auf den Link klicken und die Offer noch annehmen. Boah, das ist eigentlich schon. Die meisten Leute werden sich bestimmt gerade an den Kopf packen. Oh Gott, wie kann er eine M4 für eine Negev traden? Facepalm. Negev! Ja! Mann! Aber es gibt nur eine Negev, die so. Angenommen. Und jetzt noch am Handy. Und wer jetzt noch guckt, Hashtag bratatatata. In die Kommentare. So, haben wir. Wir gehen mal in-game, Freunde, und gucken uns natürlich unsere Skins an, die wir uns hier getradet haben. So, hier sind wir auch schon in-game und wir sehen, sehr, sehr geil, ja? Oh, die gute Bronze-Deko. Da sind sie, unsere Skins. Mit der Zeit werde ich mir auch noch ein bisschen mehr dazu traden an gelben Skins, Freunde. Ich werde noch probieren, mir hier so eine schöne Scout StatTrak FN Big Iron zu traden. Das ist sehr geil, Schmackstück, oder? Wirklich. Finde ich sehr cool. Ich würde auch sagen, Freunde, wenn ich die ganzen Skins, so wie ich sie wirklich komplett habe, mir rüber getradet habe, weil jetzt gibt es noch nicht alle CS Money, die haben nicht immer 100% alle am Start. Ja, der Sticker, der ist hier wirklich nicht schön, der muss da weg. Aber, Freunde, ich würde sagen, dass wir vielleicht noch so ein Video machen, wo wir die ganzen Waffen mit Stickern bekleben. Ja, das ist, glaube ich, auch eine coole Idee, weil gerade bei den gelben Waffen möchte ich doch durchaus den ein oder anderen leckeren Sticker damit aufbringen. Eine Tech-9 brauchen wir noch, Fuel Injector und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr so ein Video sehen wollen würdet, wie ich da die Waffen beklebe. Weiß ich ja nicht, vielleicht sagt ihr, nee, ist komplett unnötig, bekleb einfach. Oder ihr würdet es vielleicht tatsächlich wirklich in einem Video sehen wollen, ja? Lasst mich das auf jeden Fall mal wissen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, das war's schon mit dem Video. Lasst ein Like da. Und die beiden Boys dürfen auch noch was sagen. Grüß die Mutti. Genau, haut rein, grüß die Mutti. Haut rein.